Ich möchte euch heute mal verschiedene Noppenbahnen zeigen. Und zwar, das hier ist eine Noppenbahn aus dem Baumarkt. Die ist jetzt 2013 eingebaut, also knapp 10 Jahre alt. Und ihr seht, die hat sich völlig aufgelöst. Die zerbricht. Leider ist sie auch unten in der Erde, ist sie auch nicht besonders fest, aber vor allem hier oben, wo halt eben UV-Strahlung hinkommt, da löst sie sich völlig auf. Ist völlig zerflettert. Und jetzt zeige ich euch im Vergleich gleich mal eine Noppenbahn vom Baustoffhändler. Die ist auf der einen Seite fließbeschichtet. Das macht auch Sinn, dass man das hat als Drainagefunktion. Und man sieht es natürlich auf dem Bild schlecht, aber die Noppenbahn ist viel stabiler, viel fester. Die ist inzwischen jetzt auch schon ein Jahr an der Sonne, weil ich hier nicht vorankomme. Aber trotzdem ist auch das Vlies ist noch ganz fest dran und ist wirklich eine sehr robuste Matte, wo man auch das Gefühl hat, die hält jetzt auch wirklich einige Jahre und Jahrzehnte. Hier ist jetzt eine andere Noppenbahn mit Vlies und das Vlies hat sich jetzt schon nach wenigen Monaten abgelöst, obwohl diese Noppenbahn jetzt noch nicht so lange dran ist wie die andere. Das heißt, hier ist die Qualität einfach auch nicht gut und was schon von Anfang an gewesen ist, seht ihr das hier so wabenförmig, also das Vlies wird zwar durch diese Noppen weggedrückt, aber ansonsten liegt es fast an. Also so kann das eigentlich auch keine gescheite Drainagefunktion erfüllen. Eine Noppenbahn mit Vlies muss immer so aussehen, dass das Vlies eben über die Noppen gespannt ist. Hier zeigen sich auch die Noppen durch, aber ansonsten ist da wirklich ein Hohlraum, wo auch dann das Wasser filtriert werden kann. Also bei der Noppenbahn lieber nicht sparen und so einen Schrott kaufen, denn ihr wollt ja nicht ständig aufgraben, vor allem wenn es um die Hausabdichtung geht.